Herzlich willkommen zurück zu Nier. Im letzten Part sind wir dem verschollenen Schrein wieder hochgeklettert und haben noch eine Unterhaltung zwischen dem alten Bekannten hier im Schrein gehört, der mit den Schatten spricht, also dem Boss, der hier normalerweise aufkreuzt. Und jetzt bin ich gespannt, was da noch so kommt, weil das ist das Spannendste gerade hier. What's going on? There's dozens of them. These are creatures of the darkness. Lure them to the light. Pathetic to the end, I see. Aim for that stone statue. It's the leader. Ist krass, wie wir jetzt das Gespräch von ihm verstehen. Oh, you're funny. I'm gonna start crying here. Ist richtig krass. Und jetzt wird mir auch gerade klar, warum wir hier wieder hinkommen, weil Kaini sich ja gleich in den Schatten verwandelt oder Tyrion rauskommt halt. Und das ist richtig krass eigentlich. Es wird gleich richtig interessant noch. Foolish creatures, you cannot hope to best me. Okay. Oh, this is one stubborn son of a bitch. Es ist auch krass. Damn it, damn it. Hey there, sunshine. You ain't feeling bad for this freak, are ya? Ain't no turning back now. You gotta lust for blood. You gotta embrace the slaughter. All we know is the thrill of battle. Ain't that right, Kaine? Ist doch krass, wie Kaini halt gar nicht darauf reagiert und wie sie da hinten rumbackt. Auch schön. Kaine, are you all right? We've got to get help. I fear there is little we can do. No! Kaine! Get back. Huh? What is that? It's all over for you, sunshine. Kaine! Kaine!
Es tut mir übrigens leid, wenn ich das Gespräch von dem Schatten da, von dem Großen, gerade abgebrochen habe und er noch mehr gesagt hätte, aber konnte irgendwie nicht mehr warten. Fiel mir gerade im Nachhinein ein. Und das ist Tyrann eigentlich. Aua. Der macht mir ganz schön viel Schaden. Mist, falscher Zauber. Okay, ein bisschen Magie aufladen wieder. Was macht der? Oh Gott. Eigentlich kämpfen. Oh, der war gut. Steh nicht auf, steh nicht auf. Let's do it. Oh dear. Kaine! 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 I couldn't hold it back. I can't be with you. We're always going to be together, Kaine. If you transform again, we'll just stop it again. As many times as it takes. I don't care how tough it is. We're gonna get you back. I like sleeping outside because I'm with you, Kaine. I'm able to ignore my appearance and keep going because of you. I'm weak and sad and lonely, but somehow you make me strong. You're my friend and I need you, so you can't go away. All right. All right. Stop crying. Thank you. I'm all right. Wenn dieses Spiel wieder... Warum buggen die so hart in dem Raum? Wenn dieses Spiel wieder Gespräche hat, die so schnell abgebrochen werden können, dann ist das eigentlich mein Problem. Das war bei Drakengard 3 schon so. Das war immer sehr nervig. Hallo, Steinfragment. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ja, das kennen wir ja schon. Das Steinfragment, der Schlüssel, Popola. Kennen wir ja alles. Mich interessiert doch jetzt nur der Kaini-Stuff. Es ist eine Art Code. Kannst du seine Bedeutung bestimmen? Ich vermute, dies ist der Schlüssel zur Burg des Schattenlords. Hier, sieh dir das mal an. Ich habe alle Wörter aufgeschrieben, die ich verstehe. Dieses Fragment nennt sich der Steinwächter. Da du es im verschollenen Schrein gefunden hast, müssen diese Worte etwas bedeuten. Hier ist zudem Platz für vier weitere Fragmente. Opfer, das Gesetz der Robotik, der Gedächtnisbaum, treuer Cerberus. Das Gesetz der Robotik hat vermutlich etwas mit dem Müllberg zu tun. Und der Gedächtnisbaum könnte im Märchenwald sein. Nicht der Märchenwald. Aber was Opfer und treuer Cerberus angeht, muss ich passen. Kein Problem. Um die Wörter einzusetzen, müssen wir einfach in der Welt umherziehen und alle großen Monster töten, die wir finden, richtig? Oh, herrlich. Ja, lass uns einmal Sacker anrichten. Entweder wir töten sie oder sie töten uns. Außerdem ist dies der einzige Weg, um an den Schattenlord zu gelangen. Das wird nicht einfach werden. Schatten töten und meine Tochter retten, die einfachste Sache der Welt. Aber wie kannst du dir so sicher sein, dass sie... Weil sie es ist, okay? Also Müllberg und Märchenwald, richtig? Ich mach mich auf den Weg. Bitte sei vorsichtig. Oh Gott, Leute. Und hör mal, was Kaini und Emil angeht... Die Dorfbewohner wissen, wie viel sie geopfert haben und sind dankbar, aber sie haben Angst, verstehst du? Sie können sich nicht über Nacht ändern. Ich werde ihnen weiterhin gut zureden, aber gib ihnen bitte noch ein wenig Zeit, okay? Na schön. Wenn jetzt die ganzen Sachen ohne Kaini irgendwie so ablaufen, ist das extrem blöd. Und dann würde ich fast sagen, dass ich die Sachen alleine mache. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schnell in die Kommentare. Ob die ganzen Sachen jetzt, ob zwischendurch immer was mit mal was mit Kaini kommt. Oh, mit dem Märchenwald. Den machen wir zuerst. Dann habe ich es hinter mir. Da kann es ja sein, dass im Baum der Schatten ist, ne? Dann verstehen wir den Schatten auch noch anders, oder wie? Wenn das der gleiche Text ist, ich werde ihn nicht komplett vorlesen. Das müsst ihr leider nachsehen. Weil ich werde die Texte nicht nochmal vorlesen. Wo muss ich denn da lang? Da lang. Und ich hoffe, das ist echt nachzusehen. Ich werde mal speichern gehen. Wie lange ist die Folge jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Obwohl, wir haben den Bosskampf gemacht. So lange ist die Folge noch nicht. Okay, warte mal. Ich sehe ja, wann ich gespeichert habe. Ach, dann ist die Folge erst 10 Minuten lang allerhöchstens. Na gut. Na dann. Dann machen wir weiter.
Uf zu The Märchenforest. Oh, ich hoffe, die Texte sind jetzt nicht komplett anders als früher. Oh, diese langen Texte vorlesen, eine ganze Folge damit zu füllen, ist immer sehr, 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 sehr blöd. Man will ja auch Fortschritte zeigen. Ich meine, den Text, den dann fertig zu haben, ist ja auch Fortschritt. Aber es ist ein bisschen nervig. Ein bisschen. Aber es macht ja nicht das Spiel schlecht, das ist nur schlecht für YouTube. Für YouTubes. Hallo Schweinchen. Was geht, Schweinchen? Wie viele Schatten jetzt wieder hinter mir her sind hier. Das ist auf den Feldern immer sehr lustig. Ist die Quest mit dem Riesenschatten hier noch aktiv? Könnte er jetzt mal erscheinen? Müsste ich mal gucken, obwohl die Quest dürfte ich noch gar nicht haben. Aua! Hat er mich gerade tatsächlich erwischt? Kannst du nicht bringen. Können die Schatten mal abbauen? Kommen von da noch neue Schatten. Ist okay. Ist okay. Schatten, ist okay. Ich laufe mal vor euch weg, ne? Das ist so. Tue ich mir nicht an. So, uff zu The Märchenwald. Und hoffen, dass der Text nicht das gleiche ist. This is the village from the dream. Yeah. Truly a nightmare I hope never to experience again. I hear you. Ah. Ungewöhnlich. Ich spüre jetzt sitzt in meiner Präsenz. Bin ich den Heiligen? Der heilige Baum. Ja, okay, das kennen wir noch. Bla bla bla. Das drücke ich mal alles schnell weg. Und wir gehen jetzt zum Baum. Und dann muss ich mir ja die drei Sachen merken. Dann machen wir den schnell. Weil Kaini ist gar nicht hier mit im Dorf drin. Eigentlich dürfte hier nichts Neues kommen. Aber ich bin vorsichtig, wenn ich wegdrücke. Also ich versuche das. Ich versuche das so durchzuklicken, dass ich noch erkenne. Ich. Okay, ja, das ist der Erinnerungskram. Okay. So, sieh dir meine Erinnerung an. Das klang auch so. Da war die Farbe mit den Augen. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch und verärgere jetzt einen, dass ich das so schnell durchklicke. Oh, verdammt, war da gerade die Augenfarbe? Mann. Dann habe ich es jetzt, schon verkackt. Dann muss ich gleich raten. Das ist natürlich blöd. Da war die eine Frage mit welchen... Ich glaube, braun habe ich gerade gelesen, irgendwie unterbewusst. Ich habe irgendwie die Farbe braun im Kopf. Hier war die Frage mit wie vielen Kriegern. Sie begann ihren Kampf mit 33 Kameraden. So. 33. Ein roter Drache fällt vom Himmel. Okay. Kam noch eine dritte Frage? Oder waren nur zwei? Düster wie in der Hölle. War fast wahrscheinlich leer. Hier haben wir ein paar Kristalle. Dann kam der Schatten. So, und hier müssen wir vielleicht aufpassen. Sie müssen zuhören, sie. So. Okay. Juwele. Er gab keinen Ton von sich. Urteilserinnerung, die er verloren hat. Ich frage Hust. Er spuckte einen schlimmen Grün hier. Nochmal, ich frage euch. Geht doch. Was war die Farbe des verlorenen Knights? Braun, ne? Okay, war sogar richtig. Ich habe sogar unterbewusst habe ich braun gelesen irgendwie. Okay. So, das machen wir schnell. Das geht ja richtig schnell eigentlich. 33. Buchstaben, wichtigste Sache, Welt. Jona. So. So.
Das war eigentlich im Grunde das Gleiche. Dann haben wir nichts verpasst. Dann haben wir den fertig. Sehr schön. Aber den habe ich ja schon mal vorgelesen. Ich hätte jetzt nicht nochmal eine ganze Folge gemacht, um den gleichen Text nochmal vorzulesen. Beeren, Beeren. Nehmen wir alles mit. Sieht lustige Schuhe an. So, und dann... Was als nächstes? Dann gehen wir jetzt zum Müllberg. Oh Gott, die Brüdermission. Da ist... Da können wir wieder was... Im Müllberg wird wieder was passieren mit Kaini, weil Kaini dabei ist wahrscheinlich. Und, der Schatten hat ja den Roboter gesteuert. Dann hören wir vom Roboter wahrscheinlich, oder vom Schatten, seine Ansicht mit dem Roboter oder so. Was eigentlich auch ganz cool ist. Wir machen das einfach ganz schnell. So richtig im Durchrush-Modus. So leid es mir tut. Aber die untere... Weil wir kennen das alles schon. Vor allem die Waffe habe ich doch schon, die er mir dann machen will. Macht er mir dann noch eine andere? Das wäre lustig. Oh, die Schatten greifen den Eber an. Wie renne ich nochmal? Ah ja. Oh, ich habe ihn voll zermatscht. So, komme ich über die Brücke? Nee. Okay. Attacke! Oh Gott, ich habe es irgendwie überlebt. So, da stehen Schatten rum. Batsch! Oh, es buggt! Ah, wir haben es geschafft. So. Aua. Das ist nicht nett. Wir gehen jetzt hier hoch und verschwinden. So, dankeschön. Hier sind gar keine Kisten drauf. Ah, doch. So, einmal hier hoch. Hier gibt es doch wieder Kräuter gratis, die keiner mitnehmen kann. Oh, warte doch. Ah, geil. So. Einmal hier hochgesprungen, damit wir nicht die ganze Leiter klettern müssen. Zu. So, und hier hoch. Tada! Und Emil kann einfach hochfliegen, der Sack. Zack, zack, zack. Ich fühle mich gerade wie so ein Speedrunner. Nier Speedruns. Haben bestimmt nicht viele gemacht, aber gibt es bestimmt. Wenn ich mal gerade so darüber nachdenke. Soll ich ihn vorlesen? Eigentlich schon, aber er hat ja eigentlich eine Sprachausgabe. Wer ist da? Ich bin Khalil. Was, wie heißt du? Military Defense Robot P33. You are an intruder. You must be eliminated. Error. There is something leaking from your eyes. Ich weine, du großer dummer Roboter. Ich vermisse meine Mama. Das ist egal. Ich werde sie nie wieder sehen, weil sie tot ist.
Obwohl, ich spreche die nicht. Das mache ich bei den Maskenmenschen auch. Es nervt eigentlich, wenn zwei Stimmen hier, seine Stimme und meine Stimme zusammenkommen. My creator is also dead. He perished hundreds of years ago. 874 years, 10 months, 14 days, 4 hours and 43 minutes. 44 minutes. I am incapable of being lonely, or missing others, or crying. You will die. Why will they kill you? I will not permit the humans to kill Khalil. Military defense robot P-33 will protect you. P-33 is charged with defending others. P-33 will defend Khalil. There's gotta be tons of machinery here. Yeah, but I don't know how much we can actually use. Oh, wow! Check this out! It looks brand new! Hey, be careful there. I'm fine! Oh, no! Huh? Look out! The noise of the intruders caused the structure to fail. They should have proceeded with more caution. One intruder has perished. The junk heap. Perhaps we should speak to the brothers. They might know something about this. Eigentlich ja voll traurig, was die für Schicksale ereilten und wir töten die dann, ne? Die Schatten sind eigentlich voll krass. So, voll. Eigentlich wollen die auch nur in Ruhe leben. Vom Ende. Oh Gott, das Spiel. So voll mit Familie, Mama, Papa. Eigentlich hier die Menschen hier, die hier denken, die Schatten wären ja so leblose Gestalten. Dabei haben die ja voll Gefühle und so ein Kram. Und dass dieser Bruder jetzt hier Hass auf die Roboter schürt, ist mir gerade aufgefallen, ist ja eigentlich auch Bullshit, ne? Weil er ist zu dumm, da im Müllberg rumgerannt, hat so ein Ding umgeworfen und das Ding ist auf unseren Kopf gefallen. Das war ja noch nicht mal der Schritt des Roboters schuld oder so. Oh Mann. Naja, hier werde ich den Part beenden. Wir sehen uns im nächsten Part von Nier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.